Liebe Schwestern und Brüder, es kommen heute eine Reihe von Merkwürdigkeiten zusammen. Jesus spricht im Evangelium vom Kampf mit Dämonen. Dürfen Christen überhaupt kämpfen? Ist das überhaupt möglich? Sind wir nicht sozusagen, oder haben wir nicht zu sein, geborene Pazifisten in jeder Beziehung? Und dann feiern wir diesen merkwürdigen Tag, der früher hieß Maria vom Siege. Durch Pius V., den heiligen Papst, eingeführt nach der für die christlichen Mächte siegreichen Schlacht bei Lepanto vor 445 Jahren gegen das Osmanische Reich, das sich damals mit aller militärischen Macht im gesamten Mittelmeerraum auszubreiten suchte, das oft genug vor Wien stand, eine Generation später schon wieder, um nicht nur seine politische Präsenz zu zeigen und auszubreiten, sondern auch seine eigene Religion mitzubringen, den Islam. Und der Merkwürdigkeiten noch nicht genug, als wäre das schon eine Antwort auf unsere Frage, haben wir heute am Freitag, wie jeden Freitag in der Vesper gesungen, im Psalm 144, gepriesen sei der Herr mein Fels, er lehrt meine Hände den Kampf, meine Finger den Krieg. Ja, muss man so einen Vers nicht auslassen? Vielleicht sind das Herausforderungen, die uns zu Klärungen verhelfen, liebe Schwestern und Brüder. Ja, es stimmt, Christen kennen den Kampf. Aber immer, vom Beginn an, von Jesus an, hier im Evangelium wie von Paulus an, ist es ein geistlicher Kampf. Die Väter und Mütter der Wüste, die erste Mönchsgeneration, hat nicht deshalb das Buch Josua geliebt, weil es eine Anleitung zum Krieg gewesen wäre, sondern weil sie darin eine Anleitung zum geistlichen Kampf, genau zu jenem Kampf, von dem Jesus heute im Evangelium spricht, nämlich zum Kampf mit den Mächten des Bösen, eine Anleitung sahen. Zu diesem geistlichen Kampf gehört, und Benedikt XVI. Hat noch einmal darauf aufmerksam gemacht, ein ganz eigenes und geeignetes Mittel, welches der Rosenkranz ist. Es geht ja nicht darum, einfach viele lange Gebete hintereinander zu sprechen. Wir hören ja ganz oft heute auch den Einwand, ja, aber sagt nicht Jesus selber? Jesus sagt doch selber schon im Evangelium, wenn ihr betet, dann plappert nicht wie die Heiden. Aber ist der Rosenkranz denn nicht genau das? Wir hören das heute oft, das Argument. Gleichzeitig, und das bedenkt niemand, sucht man Meditationskurse auf, in denen man die Monotonie erst einmal richtig wieder lernen muss. Früher konnte man das bei der Großmutter an der Schürze lernen, wenn in der Tasche der Rosenkranz ging. Früher waren die Backrezepte in katholischen Haushalten nach Rosenkranzlängen eingeteilt. Soßen gelangen nach gezählten Gesetzen oder Vaterunsern oder Aves. Ich kenne, glaube ich, kein Kochbuch mehr, das so vorgeht. Es wäre vielleicht noch mal eine Idee, das Leben mit der Religion zu verbinden. Es ist ein geistliches Mittel des Kampfes. Und es wäre gut, wenn wir auch in der aktuellen Diskussion darauf zurückkämen, dass es uns Christen untersagt ist, zu kämpfen. Dann kommt der nächste Einwand. Ja, aber haben Christen denn nicht auch zur Waffe gegriffen? Ja, haben sie. Und sie haben sich auch mit ihren Waffen schwer versündigt. Auch das stimmt. Das kann man nicht wegleugnen. Aber es gibt einen großen Unterschied. Am Anfang des Evangeliums, der Ausbreitung des Evangeliums, steht nicht die Waffe, die militärische Waffe, steht nicht der Krieg. Es ist von Paulus nicht überliefert, dass er irgendwie mit Waffengewalt bis nach Rom vorgedrungen wäre und den christlichen Glauben verbreitet hätte. Das ist nicht überliefert. Er ist zu Fuß gegangen oder ein Stück mit dem Schiff gefahren und das Einzige, was er hatte, war seine Geistbegabung und sein Mund, mit dem er seine Briefe diktiert hat. Das waren die einzigen Waffen, die Paulus hatte, um das Evangelium, übrigens auch die übrigen Apostel, um das Evangelium in der gesamten alten Welt bekannt zu machen und seiner Ausbreitung zu verhelfen. Darauf, liebe Schwestern und Brüder, sollten wir eigentlich stolz sein.
Und damals wie heute, auch Reiche, die in sich zerstritten sind, vor Lepanto waren die christlichen Mächte keineswegs einig. Sie hatten mit sich selber zu tun, mit ihrer eigenen Machtpolitik. Es hat Pius V. unglaubliche Anstrengungen gekostet und die Päpste danach auch, die sogenannten, die allerchristlichsten Könige, ob das der Spanier war oder der Franzose, überhaupt zu einem gemeinsamen Denken zu bringen, um deutlich zu machen, was denn auf dem Spiel steht. Und es waren sich christlich nennende Mächte, die lange mit den Osmanen ihre Geheimverträge hatten. Spanien genauso wie Venedig. Ein Reich, das in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Und das gilt auch für heute. Wir brauchen kein militantes Christentum, das Grenzen dicht macht. Wir brauchen in diesem Sinn kein militantes Christentum, das sozusagen Muslime zurückschickt und zum Teufel jagt. Das ist kein Christentum. Aber was es braucht, ist ein glaubensstarkes Christentum. Das ist unsere geistliche Waffe. Dass wir wirklich an das glauben, was wir sagen. Und dass wir uns darin einüben. Und damit kommen wir wieder zum Sinn des Rosenkranzes, der ja nichts anderes ist als eine groß angelegte, monotone Meditation des Christusgeheimnisses. Dass wir uns ganz da rein versenken, dass es uns sozusagen mit den Worten von Gertrud von Lefort eingebrannt wird in der ständigen Wiederholung des Betens. Und dass wir so mit Hilfe dieses Instrumentes zu einer tiefen Christusgläubigkeit vordringen, die der stärkste Schutz vor aller Unbill und vor allem bösen Mächten ist. Dieser Tag, liebe Schwestern und Brüder, lädt uns neu dazu ein, genau das zu entdecken, um selber glaubensstark und glaubensfroh zu werden.